Höhle. Er hat ihn, jawohl. Den muss er jetzt auch nicht richtig drauf. Kommt von der Kescher? Hi Leute, Dennis hier von Strammelein. Ich bin heute unterhalb des Weißfuß-Äquators mal wieder bei meinem Kumpel Simon. Der steht hier gerade im Hintergrund und bastelt gerade schöne Montagen für uns. Und wir haben heute vor, einfach mal angeln zu gehen an kleineren, ja, was sind das hier, Gräben, Flüsse, Bäche, was auch immer. Also straßenbreite Bäche. Und ja, wir lassen uns überraschen. Der Simon gehört für mich eigentlich zu den besten Allroundern, die ich persönlich kenne. Und das Geile ist, eigentlich immer, wenn wir zusammen angeln waren, Simon, ist mir auf der Hinfahrt hier nochmal bewusst geworden, haben wir eigentlich Überraschungen erlebt. So haben wir zum Beispiel mal, also habe ich mal einen Barsch gefangen im Forellenbach. Du hast mal eine 45er Bachforelle auf Brot gefangen. Das war ziemlich geil. Wir haben Barben auf Sicht gefangen. Und ich würde mir wünschen, dass es heute ja vielleicht ein Stück weit genauso geil wird wie die letzten Male. Ich bin da ganz zuversichtlich. Die letzten Wochen, ja Mitte August, waren extrem heiß. Es hat kaum geregnet, die Flüsse sind extrem leer. Aber Simon, du hast in der letzten Zeit gefangen, oder? Und was glaubst du, was geht heute? Vielleicht sagst du mal ein bisschen was dazu. Ich denke mal, vielleicht ein paar Döbel, Karpfen und Glückbarben. Ja, Barben, da wäre ich ganz vorne mit dabei, das wäre super geil. Aber Karpfen und Döbel, natürlich auch super feine Fische. Und was machen wir heute? Kein Spinnfischen, sondern wir gehen mit den Stalking-Routen durch die Gegend. Ne? Das Gute ist, ich habe natürlich nur Spinnrouten dabei, aber der Simon ist gut ausgestattet und hat mir was mitgebracht. Also, drückt uns die Daumen und euch viel Spaß beim Zuschauen. Ach, und noch was. Wir haben uns nicht abgesprochen, was die T-Shirts hier angeht. Also, das war ungewollt. Wir haben beide das T-Shirt relativ neu, aber wir haben uns nicht abgesprochen, was er sagen soll. So, wenn wir keinen Fisch fangen, Simon, dann gibt's heute Reh. So, wir müssen jetzt ein bisschen leise sein und legen mal unser Zeug hier ab, denn der erste Versuch, der geht jetzt auf Barbe mit Mais, ne? Ja. Okay, und deswegen legen wir jetzt hier mal unsere Klamotten ab, damit wir ein bisschen leiser sind und pirschen uns mal an das kleine Bächlein hier. Machst du ein oder zwei Mal, Skrönner? Zwei bis drei. Oh, Forelle. Forelle? Auf Mais? Das ist eine Überraschung, ne? Ja, Pilke. Das ist gefangen. Ja, Pilke, Simon. Ja, so viel ist gefangen. Cool. Dennis hat jetzt auch den ersten Fisch drauf. Kommst du an den Kescher? Ein Döbel. Ein kleiner, gieriger Döbel. So, der erste Fisch für mich heute. Ein kleiner Döbel. Geil. Schauen wir mal. Weiter geht's. Schmeiß mal kurz. So, mit der erhofften Barbe ist es an dem Spot jetzt nichts geworden. Der Simon hat auch mal ein bisschen angefüttert für heute Nachmittag. Dann probieren wir es nochmal. Und jetzt gehen wir erstmal an einem anderen Spot. Das versuchen wir jetzt erstmal Karpfen vielleicht, ne? Oder Döbel, ne? Döbel, ja. Machen wir mal Döbel. Dennis ist in ein Biberloch gefallen. Der dicke Dennis ist im Biberloch. Scheiße. Ich muss hier voll aufpassen, Alter. Alter. Krasse Scheiße. Boah. Warum bist du denn nicht reingefallen, ey? Ich hab's nicht gesehen. Also Simon, ich bin ein bisschen froh, dass ich in das kleine Loch gefallen bin. Ich glaube hier wär ich komplett verschwunden. Krass. Beim Zurücklaufen hier. Der Simon gesagt, er macht noch mal einen Wurf auf die Forelle. Die hat sich, glaube ich, gehackt. Okay, wenn ich der Saibling nicht gefangen bin. Sind Sie nicht der Saibling? Ja. Der Saibling, ehrlich? Ja. Scheiße. Ja. Mega geil, ey. Hängt ja echt ein Saibling, ey. Geht wahnsinnig. Richtig geil. Dickes Petri. Heißt ja immer schön flexibel bleiben, ne? Hier einfach mal ganz kurz noch die Route mit dem Mais und dem Brot weglegen, schnell die Spinnroute geholt und auf geht's. Total cool, ey.
Der Simon ist so ein Freak. Da sind wir hier an diesem Rinser lang gefahren. Und der ist vorgefahren und hat gerade eine Stelle ausfindig gemacht mit 8 Karpfen oder so. Auf jeden Fall einer größeren Ansammlung. Und ja, da fahren wir jetzt nochmal hin. Das ist gerade ein Löwe. Er hat ihn. Er hat ihn am Haken. Jawohl. Live ist. Oh, meine Action! Ich hab ihn! Ich hab ihn! Geil! Jo! Mega, hat geklappt! Oh, der ist gut! Ah, die Hunde freuen sich auch! Mit den Haken wirklich vorbildlich vorne drin in Zirkel, ne? Schön, perfekt. Schöner Fisch. Kamera habe ich zwar jetzt nicht da, aber sie greifen das mit Schwamm. Schöner Fisch, Petri. Vielen Dank. Ein Döbel. Haben wir den Kescher? Während du heute die ganzen schönen Fische fängst, hier, Saibling, Forelle, bin ich der Mann fürs Grobe. Für die Döbel. Schöner Döbel. Oh. Schön ist er. Cool. Wir sind jetzt an einem Bach, an dem wir schon im letzten Jahr gemeinsam mal gefischt haben. Hier haben wir im letzten Jahr, glaube ich, den Alan gefangen und auch einen Karpfen. Ja, jetzt komme ich hier hin und fange halt nach ungefähr 30 Sekunden den ersten Fisch, ein Döbel. Den Bach rollen wir jetzt von hinten auf. Wir fangen nochmal ein Stück weiter hinten an. Lassen so ein bisschen Schwimmboot treiben wahrscheinlich. Ja. Und hoffen, dass auch wirklich noch ein Karpfen kommt. Das wäre schon cool. Also hinter dem Döbel können wir heute schon mal einen Haken machen als Zielfisch. Und ja, jetzt hoffen wir, dass noch ein Karpfen kommt. Nur kleine Fische am Start. Ich hab sie doch angekündigt, oder Simon? Ich hab gesagt, wenn ich das fange, dann wieder ein Döbel. Sehr schön. Super. Ja, nicht so wie du. So, danke. Schöner. Der Simon verzweifelt gerade ein bisschen, weil er will einen dieser Aalande fangen, aber die Aalande haben gerade irgendwie zweimal die Flocke vom Haken geklaut und sind ein bisschen misstrauisch geworden. Und jetzt knallen die mal da drauf. Aber packt nicht wirklich zu. Hängt. Karpfen? Karpfen. Yeah! Geil! Ich sehe noch nicht. Ah, schön! Hast du gesehen, was ein Spiegler? Ein Spiegler, ja. Nee, Schuppi. Nee, Schuppi, ja. Platsch. Haut der wieder ab. Da ist er! Yeah! Hat er geklappt? Petri war lieber. Hat es auch noch geklappt, ne? Sehr geil. Jetzt ist da noch einer. Also unten vielleicht. Unfassbar, ey. Cool. Forelle, Saibling, Karpfen. Herr Siever, Döbel, 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 Döbel. Cool. Sehr schöner Fisch. Sieht gut aus. Petri, das ist gleich, ne? Ja, hast du gut gemacht. Sehr schön.
Das hätte ich vorher mal lesen sollen. Ja, jetzt sind wir wieder an die Stelle von heute Morgen gegangen und versuchen es dann nochmal. Ja, eigentlich auf Barbe, aber ich glaube, das haben wir ja Döbel, pass mal auf. Läuft es schon? Ist das Aufnahme? Wieder? Auf, ja. Alter Schwede, hat die Power, ey. Lass den Brücken wieder runter. Boah, das ist gut, ey. Ein riesiges Unterholz. Alter! Geil, hier auf jeden Fall 60 oder so. Kennt man die Kette? Keine Panik. Boah, mach eine Flucht, ey. Was für ein Schiff, ey. Ich bin so im Graben. Kommt da aus. Mega geil, Simon. Also, du sagst, dass da Barben sind, ne? Mega geil. Reicht doch aus. Aber dann sieht es aber, dass es schon fertig ist. Oder? Ne, die sind noch nicht so. Ja, das kann ich mir schief sein. Ich mach schon mal drin, sie hat aber nicht mehr. Oh, die zwei Tümer sind weg. Mach alles für mich durch. Die hängt ganz knapp. Das ist nicht nass. Ja, das hat sich aber mehr gefunden, glaube ich, als. Ja. Ja, wie geil ist das denn? Alles gut. Alles gut, da ist er. Boah, was eine Action hier. Eine Action. Gute Leute hochhalten. Aber endlich Kreise, ne? Ja. Ganz knapp. Ja, ist drin, ist drin. Ja, wie geil ist das denn? Ich raste aus, ey. Danke. Fettomat, ey. Aber wie geil ist das denn? Meine erste Barbe seit 4 Jahren, ey. Und gleich eine schöne. Boah, was ein Schlachtschiff, ey. Für die Barbe steige ich auch ins Wasser, ey. Erstmal hacke ich die jetzt ab. Die ist ja doch dicker, als ich dachte. Ja, super geil. Mega. Jawohl. Richtig schöner Fisch, ey. Mega, Hammer. Ja, Zielfisch, Barbe auch noch abgehakt. Megatag, unfassbar. Noch eine fangen wahrscheinlich nicht hier, ne? Der Spot ist platt jetzt. Ja, macht nichts, weiter geht's. Geil. Unfassbar, ich hab die Kamera noch gar nicht bereit gehabt. Da hat er ausgeworfen mit Mais und schon wieder eine Forelle drauf. Ja, hab ich geguckt. Der Forelle wieder, ne? Ja. Kein Grübel. Ich bin immer daneben. Unfassbar, ey. Nicht Kraut. Oh, die ist mal größer als die von vorhin. Was? Ist mal kurz ein Frosch abgesteckt. Ja, Leute. Mega geil. Petri, mein Lieber. Super. Eben wie ich bei der Barbe geht jetzt zu Simon frei, wie schön. Super geil, Petri. So, die Regenbogenforelle vom Simon gerade war, wie ich finde, ein super schöner Abschluss eines grandiosen Tages. Ja, es ist super heiß und langsam hören wir mal auf und gehen nochmal gleich was essen gemeinsam. Aber ich muss wirklich sagen, dass es mit den Zielfischen geklappt hat an sich, ist ja schon super geil, aber dass es mit solchen Überraschungen auch noch geklappt hat. Hammer geil. Das ist echt überragend und das hat richtig Bock gemacht. Ja, ich würde mich freuen, wenn wir euch diese Freude rüberbringen können, wenn euch dieses Video gefallen hat. Abonniert den Kanal, lasst uns einen Daumen nach oben da, schreibt was Nettes in die Kommentare und euch am Wasser eine stramme Leine. Der Simon und ich, wir drehen bestimmt noch häufiger, jetzt auch im Herbst bestimmt noch mal wieder. Wenn ihr was habt, was ihr sehen wollt an solchen Bächen und Gräben, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Und ja, wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Hat richtig Bock gemacht, mein Lieber. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. Ciao.